Herzlich willkommen zurück zu Deponia The Complete Journey mit Arezo. Ich bin Arezo und nehme mir die Zuckerwatte wieder mit. Denn ich möchte mal nachgucken, ob es was bringt, wenn ich die hier hinbringe. Erstmal kann ich das hier beleuchten. Aha. Hier gehört das schon mal nicht. Langsam fügt sich das Mosaik zusammen. Sehr okay. Langsam. Gut. Dann hier, das in die Nische. Ja, auch nicht hell genug. Muss der ich Stock auch anzünden. Passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Gut. Mosaikstein. Dieses Mosaik ist bereits komplett. Manchmal löse ich diese Rätsel so schnell, dass ich es selbst kaum mitbekomme. Ja. Das Licht auf die Zuckerwatte hier zentrieren, um Feuer zu machen. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Wahrscheinlich aber eher verkleben. Okay, dann nehmen wir das wieder mit. So, ja, hier wird er wahrscheinlich sagen, ist zu dreckig, was bedeutet, dass es wahrscheinlich hier hingehört. Oh, hier geht's ja weiter. Der Stein könnte von hier sein, aber das Mosaik ist viel zu dreckig, um das mit Sicherheit zu sagen. Und, ah, da haben wir was, Kieselstein. Ein Stein, fehlt nur noch das Getriebe. Toll. In Getriebe packt man Sand, keine Steine. Ein Fahrstuhl, cool. Ein Stein. Okay. Und weiter zum Fahrstuhl. Ah, eine Öltankklappe, eine Uhr, die Kontrollen und noch ein Putzschrank. Gehen wir erstmal dahin. Und ein Wischmopp. Ein Mopp muss doch zu irgendwas gut sein. Ja, zum Wischen. Und ein Eimer. Ich sehe einen potenziellen Sturzhelm mit Propellerantrieb oder einen Blumentopf für schnell wachsende Riesenranken. Vielleicht können wir auch einfach das Wasser mitnehmen. Hier unbegrenzt. Gut. Und was haben wir da noch? Seife. Die Seife ist dreckig. Ha, was machst du jetzt, du aufgeblasener Hygieneklumpen? Ja, man macht die oberste Schicht ab, dann geht's wieder. Cool. Ja, okay, da müssen wir was reinmachen. F. Das war's nicht. Das vielleicht. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Willst du es mal mit Rufus versuchen? Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. Und dann war es einfach weg? Sicher? Sicher, dass da nicht irgendwas dazwischen kam noch? Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Oder vielleicht meint er auch einfach, dass er das, dass das Passwort dass es kaputt gemacht hat. Traue ich ihm genauso zu. Moment mal. Wir haben einen Stein. Einen Stein und eine Lampe. Das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Ehrlich? Du brauchst, um eine Lampe zu kaputt zu machen mit einem Stein, eine Schusswaffe? Die Seife. Ha. Gut, dann suchen wir uns eben mal eine Steinschleuder. Aber erst einmal holen wir uns Wasser. Gut, Wasser, Wasser, Wasser. Da ist der Eimer. Und hier haben wir unsere Wassertonne. Dann, da-dam, badam, badam. Perfekt. Und was sagst du jetzt dazu? Genial. Endlich werde ich diesen widerlichen Geschmack. Oh nein, tut's. Oh Gott. Okay. Neue Mission. Toll. Ganz toll. Gut. Und mal gucken, ob wir damit schon sauber machen können. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Einen Dummen, der das für mich erledigt. Und einen Mob. Gut, einen Mob haben wir. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Lust und Seife. Gut, Seife haben wir. So. Schaumig. Sehr schön. Ein Eimer mit Seifenwasser. Ich mag die Richtung nicht, in die sich das hier entwickelt. Ja, irgendwie, diese Kommentare hatten wir schon mal, ne? Ganz am Anfang. So, Wischmopp mit Seifenwasser. Warum muss ich auch immer alles mit allem ausprobieren? Jetzt haben wir den Salat.
Saft. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Ah, aber er ist ziemlich gut darin. Mist. Der Wischmob ist zerbrochen. Na, so ein Jammer aber auch. Upsi. Upsi. Ja, toll. Okay, erstmal haben wir hier ein Loch. Da fehlt ein Stück Scheibe. Ein Haufen Schrottkrabben in einem Stripschuppen. Da ist die Tanzstange. Da die Krabben und da die Cocktailsoße. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Könnte aber auch etwas anderes sein. Ich brauche mehr Licht. Ja, okay, erst einmal müssen wir die Scheibe reinmachen. So. Zapperlott, der Stein hält nicht. Und nun? Na, nun kleben wir ihn fest. So, wunderbar. Welcher kühle Bastler hat denn da Kaugummi dran geklebt? Ach, stimmt, das war ja ich. Okay. So, wieder zurück. So, und festkleben. Ich brauche mehr Licht. Okay. Ich nehme an, die Fackel reicht mal wieder nicht, weil es keine wirkliche Fackel ist, ne? Der Stock passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen. Okay, und wir versuchen es nochmal. Ich brauche mehr. Okay. Gut, dann machen wir das Welcher mal. Kühl? Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob ich den Kaugummi nochmal versucht habe, mir anzugucken. Ich heb mir den Rest lieber viel später. Okay. Gekautes Kaugummi wird wieder rangeklebt. Perfekt. Oh, die Mopstange habe ich hier noch. Upsi. Nicht nur den Mop, sondern auch die Stange. Sehr gut, dann kann ich damit vielleicht die Dings da kaputt machen, die Lampe. Aha. Hier langsam, okay. Sehr langsam. Dann nehmen wir die Zuckerwatte mal wieder mit. Für den Fall, dass wir die bei haben müssen, um eine Fackel zu machen. Gut. Dann, wir hatten einige Dinge, an die wir nicht rankamen im anderen Bildschirm hier, beim Turm. Ja, ich bezweifle, dass wir die Kurbel mit einem Stock bedienen können, aber wir können es versuchen. Ich spare mir mein... Okay. Ich spare... Gut. Ja, da kommen wir auch nicht hin. An den Kranhebel komme ich auch nicht ran. Also wir haben hier einen Haufen Zeug, an das wir nicht rankommen. Versuchen wir nochmal die Gabel zu erreichen damit. Ich spare mir. Okay. Gibt es vielleicht hier noch etwas? Die Karten bewegen sich hier ein bisschen. Gut, in diesem Falle nicht. Also wir kommen nicht an die Gabel ran, an das Lamellenfenster kommen wir nicht ran. Hier kommen wir überall nicht ran. Obwohl, Moment, versuchen wir noch. Moment. Das, er wird mir ja auch von da hinten schon sagen, ob er rankommt oder nicht. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ich erspare Ihnen das lieber. Okay. Gut. Bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden, Feuer zu machen. Aber das kommt noch. Gucken wir nochmal beim Fahrstuhl, ob ich was übersehen habe. Hier habe ich nichts übersehen. Gut. Die Uhr ist stehen geblieben, aber auch das wird mich nicht aufhalten. Gut, der Öltank und die Klappe. Ich kann nicht sehen, ob er voll ist. Und ich habe auch kein Streichholz, um den Grund auszuleuchten. Aha. Schade. Das ist eine ganz tolle Methode, einen Öltank auszuleuchten. Zur Plattform, kann ich da rauf? Verdammt, nee, funktioniert wäre auch merkwürdig gewesen ohne Passwort. Ja, ist das hier... Moment. Ja, das ist wieder der Plan, was wir machen müssen. Mal wieder ein anderer.
Ich habe wieder nur mit dem Seitenauge geguckt. Mal sehen. Wir haben dort Strom. Können wir eventuell... Moment, erstmal können wir mit der Mopstange noch ein bisschen Zuckerwatte holen. Hier steht, der Umfang des zu wattenden Stocks darf 2 mm nicht überschreiten. Des zu wattenden? Wer hat den denn eingestellt? Okay. Nee, so haben wir kein Feuer. Aber vielleicht, wenn wir... Warum habe ich die Zuckerwatte nicht bei? Habe ich hier die Klappe zugemacht, ohne die Zuckerwatte mitzunehmen? Offenbar. So. Und jetzt aber. Okay. Wenn nichts anderes, kriegen wir es immerhin hin, dass Rufus einen bleibenden Herzschaden bekommt. Das ist doch auch was. Wir können versuchen, dieser Delif schwimmen zu lassen. Ist ja ein Fisch. Und ich traue dem Spiel inzwischen vieles zu. Sehr vieles. Kommst du jetzt? Rein mit euch. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Okay. Das hat nicht geholfen. Wenn wir einen Stein hier reinwerfen... Nein, nicht! Was? Du wirst den Reaktor treffen und es kommt zu einer nuklearen Zeitschleife. Wie kann ich das verhindern? Gar nicht. Einer von uns beiden muss sich opfern. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt. Cool. Errungenschaft freigeschaltet. Paradox. Okay. Das ist definitiv nichts, womit ich gerechnet hätte. Ich habe es nicht nötig, in kleinen Gewässern zu fischen. Meine alten Stiefel sind noch vollkommen in Ordnung. Okay. Ich bezweifle, dass das hier was bringt. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Lust und Seife. Ja, okay. Mosaikstein mit Kaugummi wird auch nichts bringen. Krass, die Zuckerwatte ist einfach implodiert. Immerhin habe ich jetzt wieder einen Stock. Dann zurück zum, zur Zuckerwattemaschine, ein bisschen Phosphor nachholen. Tadam. Einmal Zuckerwatte. Also ja, Moment. Die Maschine hat wohl keine, Ich glaube... So. Gut, das haben wir. Dann zurück. Wir haben jetzt noch... Wir haben im Prinzip noch ein kleines bisschen Wasser im Mob, ne? Wenn wir jetzt einfach mal... Moment. Wenn wir das versuchen zu kombinieren... Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier fürs Waschen... Nee. Ich dachte nur, wegen Reste des Wassers, wenn das implodiert bei zu viel, dass man eventuell einfach ein bisschen braucht. Aber offenbar nicht. Was haben wir noch? Den Mosaikstein mit Kaugummi. Den haben wir, glaube ich, noch nicht benutzt hier. Nein, nicht! Oh, schon wieder das. Du wirst den Reaktor... Wie kann ich das sagen? Schnick, Verdammt! Tschüss! Cool! Okay, dann... Welcher kühne Bast... Nehmen wir das hier mal wieder ab. Vielleicht brauchen wir das für was anderes. So viel Klebefläche und so wenig Kaugummi. Wie soll man sich da entscheiden? Okay. So viel... Wie soll... Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. Kaugummi klebt nicht auf Fischen. Diese Erkenntnis hat mich den Angelschein gekostet. Ah, ja. Okay. Mal sehen. Dann kombinieren wir die Dinge mit der Tonne. Probier das lieber beim Tümpel. Das ist viel lustiger.
Probier das lieber, es ist viel Lust. Kommt da auch die Zeitschleife? Nein, nicht. Ja. Du wirst den... Wie kann ich das sagen? Schnick, schnack, schnuck. Gut, wir haben schon dreimal Rufus getötet. Warum hält er sich noch die Luft, die Nase zu, wenn er da reinspringt? Der stirbt eh. Übrigens überhaupt nicht Rufus, überhaupt nicht Rufus Verhalten eigentlich, sich zu opfern, ne? Das allein reicht nicht. Ich brauche Lust und Zeit. Selbst wenn er, wenn er das Spiel verloren hat. Andererseits, wir wissen ja nicht, wie lange der schon unterwegs ist, ne? So, Kieselsteinchen hier reinwerfen. Okay. Gut, das hat alles nicht geholfen. Den Kofferraum komme ich nicht rein. Badam, badam. Wenn ich da hinten hingehe, bewegt sich die Karte nicht, ne? Das ist jetzt auch nervig, dass ich das jedes Mal machen muss. Nachgucken, ob sich die Karte bewegt, wenn wir nah genug an den Rand reingehen. Wir kombinieren das beides und machen damit Feuer. Ich bevorzuge Dynamitköder zum Angeln. Ja. Ich hätte tatsächlich... Ist komisch. Da ist doch schnell. Okay, das hat nicht geholfen. Wir kombinieren das beides und machen Feuer. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe waschen. Vielleicht Nein. würde mir das wahrscheinlich... Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Lampen nichts bedeuten. So oft wie er gesagt hat, die müssen doch was bedeuten. Vielleicht eine andere Art von Zuckerwatte? Ich wüsste nicht warum. Jetzt steht er auf geschmacklos. Danach kann man auch im Dunkeln. So. Okay, bei Phosphor implodiert's und. Da ist was lang geflogen. Mal sehen, was bei Geschmacklos passiert. Wenn was in den Tümpelheiten. Vielleicht genau das gleiche, vielleicht auch was anderes. Und dann probieren wir es noch mit der Calzone aus, wenn es das gleiche war. Krass. Die zu. Okay, wieder genau das gleiche. Hiermit kann man nicht interagieren, ne? Ne. Und Port. Und Port. Und Kaltzone. Jetzt steht er auf Kaltzone. Und wieder das gleiche probieren. Und Port. Port. Und noch einmal. Ich bin mir ziemlich sicher, Phosphor ist schon das Richtige. Hoppala. Die Zuckerwatte ist einfach implodiert. Dass wir da geportet sind, ist merkwürdig, aber okay. Hat sich so dran gewöhnt, einfach hin und her zu hopsen. Ne, da oben ist nichts weiter. Achso, Moment. Erst einmal den Hebel. Jetzt steht er auf. So, und... Perfekt. Das hier gab's schon mal. Was, wenn ich Quersummen bilde? Quersummen. Wir haben hier... ja, 10 Lampen. Das heißt, die Quersummen wäre, bis auf in einem Falle, immer das gleiche wie die einzelne Zahl. Einmal. Der Unterschied ist, wenn alle leuchten würden, dann wäre es nämlich das gleiche, wie wenn nur eine leuchtet. Ich glaube, ich komme schon noch drauf. Kommst du nicht? Ich muss binär denken. Es sind alles Primzahlen. Ja, manchmal verändert sich's auch gar nicht, deswegen... Was, wenn ich quer...
Das bedeutet nichts, ne? Das kann einfach nicht sein. Das bedeutet nichts. Gar nichts. Das kann sein. Glaube ich. Keine der Birnen wurde kaputt geworfen. Das kann kein Zufall sein. Mhm. Was kann alles noch kein Zufall sein? Eine der Lampen stinkt nach Fisch. Das kann kein Zufall sein. Mhm, okay. Keine der Lampen. Das kann kein Zufall sein. Keine der Lampen lässt sich mit dem Stock benutzen. Das kann kein Zufall sein. Schön. Die Anzahl der sauberen Lampen ist nicht durch die der schmutzigen teilbar. Das kann kein Zufall sein. Und hoppala, Mosaikstein haben wir noch. Ihre Anfangsbuchstaben folgen im Alphabet direkt aufeinander. Das kann kein Zufall sein. Ja, klar, okay. Das klingt logisch. Auf jeder dritten sind Kaugummispuren zu erkennen. Das kann kein Zufall sein. Das klingt in der Tat sehr verdächtig. Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Okay. Epischer Mönchschor. War das das, was das Geräusch, wenn es implodiert ist? Sie schimmert leicht im Dunkeln. Oh nein, nicht essen. Ich brauche die noch. Hm. Toll. Gut, wieder hoch. Wisst ihr was? Nachdem wir jetzt den Erfolg gehabt haben, wirklich einfach an die Lampe halten. Wer soll denn darauf kommen? Okay, nachdem wir diesen Erfolg hatten, beenden wir hier die Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der wir uns Mosaika angucken. Bis dahin, leb wohl, hinter's Kommentare und adios.